So, heute ist unser Thema in Deutsch das Knetgedicht. Was ist ein Knetgedicht? Knete ist das hier. Du kennst vielleicht Knete. Und ein Gedicht ist, was wir hier finden auf der Seite 27 in unserem Buch. Ich lese es mal vor. Du kannst, wenn du möchtest, mitlesen. Das ist eine Kugel. Die Kugel wird ein Hund, der Hund wird ein Auto, das Auto wird eine Blume, die Blume wird eine Kugel. Das ist eine Kugel. So, jetzt probiere ich mal und mache auch ein Gedicht, ein Knetgedicht. Das ist eine Kugel. Die Kugel wird eine Schnecke. Die Schnecke wird ein Pfannkuchen. Der Pfannkuchen wird ein Herz. Das Herz wird eine Kugel. Das ist eine Kugel. So, jetzt machst du zu Hause auch ein Knetgedicht. Und du machst bitte ein Video davon. Wenn du keinen Knet zu Hause hast, ich habe ein YouTube-Video noch dazu geschickt. In diesem YouTube-Video siehst du, wie kannst du zu Hause Knet machen. Du brauchst gar nicht viel Material und dann kannst du zu Hause Knet machen. Und mit diesem Knet machst du bitte auch ein Knetgedicht und schickst mir dann das Video.